Tada, tada, tada. Oh, warte, zurückkaufen. Das hier. Das wollte ich behalten. Weil ich denke mal, das kann ich gebrauchen. Ne, das hier kann ich verkaufen. Aber dieses hier, das kann ich gebrauchen, wenn ich die nächste, mein nächstes Gruppenmitglied bekomme. So, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, ich wollte jetzt mal gucken. Ausrüstung, ob ich irgendwie Ringe oder sowas anlegen kann. Und wenn ja, Inventar, diesen Ring hier. Diesen Gegenstand umwandeln. Nein. Kann ich den nicht in irgendeiner Art anlegen? Was passiert denn, wenn ich den umwandle? Ach, dann bekomme ich dafür Geld. Okay. Lalala, speichern und weiter geht's. So. Zack und zack und zack. Hier muss ich rein. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Bis auf Spinnen. Zack. Dün, 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 dün. So. Das nehmen wir auch nochmal auf. Was haben wir hier? Silberbarren. Schön. Das hier ist sozusagen diese Hauptattraktion, wenn ich das verstehen soll, oder muss ich da erst noch durch? Nee, da wartet doch schon jemand auf uns. Ah, oh, vergebt mir. Ihr habt mich ein wenig erschreckt. Ich fürchte, ich war ganz in mein Studium dieses beeindruckenden Gebäudes vertieft. Wer seid ihr? Erzählt mir etwas von euch. Was bringt euch hierher? Ich bin ein Gelehrter der Stonebridge Gesellschaft für Geschichte. Meine Spezialisierung ist die frühe Goblin-Architektur der Renaissance. Okay. Dieses Bauwerk ist wahrhaft bemerkenswert. Wir Seht sind euch also die schon nach der komplexe Krise, Renaissance. die wundervoll subtile Geometrie des Daches an. Entweder fehle ich gerade irgendwie in Geschichte oder ist die Renaissance nicht. Egal, ich weiß ja nicht, in welchem Jahr das spielt, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass die Renaissance später ist. Irgendwas. Aber egal, ich kenne mich damit sowieso nicht aus, also von daher halte ich da lieber meine Klappe, bevor ich euch was Falsches erzähle. Ich gehe Ich rein, habe einen so. Weg in die Gruft gefunden. Ich werde die Tore öffnen. Das habt ihr? Wirklich? Das ist ja unglaublich. Wie habt ihr das gemacht? Wo habt ihr das gefunden? Ach, egal. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Ja. Dürfte ich mit euch gehen? Ich habe die Außenseite schon so lange studiert. Ich würde zu gern einen Blick auf die Artefakte im Inneren werfen. Ja, komm. Gönnen wir es ihm und lassen ihn Ihr könnt mitgehen. mitkommen, aber seid vorsichtig und bleibt dicht bei mir. Wundervoll. Dann lasst uns die Tore öffnen. Yay. Lasst uns die Tore öffnen. Dass ich dafür extra noch wieder wahrscheinlich irgendeinen Hebel betätigen muss. So. Zack. Legt den Siegelring ein. Beginnt zu glühen. Okay. Jetzt wahrscheinlich die ganze Geschichte hier noch. Ja, beginnt zu glühen. Und es geht auf. Das war, nun, das ist ja wirklich. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, könntet ihr vielleicht in die Gruft gehen und mir ein paar Relikte mitbringen? Nein. Ja. Nein. Weiß nicht. Also rein möchte ich eigentlich schon. Ja, komm, Ich dann werde bringen wir sehen, was was ich tun mit. kann.
Wonach genau sucht ihr? Gut, ja, gut. Viel sicherer für uns alle. Ich würde wahrscheinlich euer Tod sein, weil ihr auf mich achten müsstet. Und so bleibe ich auch am Leben. Ich suche speziell nach diesen drei Relikten. Dem Schädel von Norik, dem Stab von Merik und dem Schwert von Bolingar. Wenn ihr irgendeins davon findet, werde ich euch selbstverständlich fürstlich belohnen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss Lazar die guten Neuigkeiten überbringen. Macht das. Und ich trinke eben einen Schluck. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, okay. Ich habe getrunken und wir sind in einer Gruft. Ich vernehme neue Laute in meinen Hallen. Aha. Atemgeräusche. Die leisen Fußtritte ängstlichen Fleisches. Ey, ja, so diese ängstlich Stimme, bin ich gar nicht. Sie kommt von irgendwo unter uns. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Zack, zack, zack. So, ein Skelett-Champion. Wo ist dieser Champion denn? Oh, auf jeden Fall bin ich gleich fast tot. Oh, ich bin tot irgendwie. Scheiße. Ich bin tot, da habe ich wohl nicht aufgepasst. So, da werde ich mir gleich mal ganz schön die Heilung anwerfen. So, und erstmal hier ein bisschen aufräumen und jetzt auch wirklich mal ein bisschen auf meine Heilung achten. Na, komm her, du angeblicher Champion. Du hast nichts drauf. Na. Och, jetzt komm schon. So. Ha, das wäre doch gelacht. Ja, komm, sammel du das mal auf und jetzt komm mit. Bei Fuß. Bei Fuß. Da links und rechts scheint es nicht großartig weiter zu gehen. Da auch nicht, dann gehen wir doch geradeaus weiter. Und da ist auch ein Questkreis und ein Speicherpunkt. Und noch mehr Gegner. So. Wieso sprintet der so weit dahin? Also manchmal ist die Steuerung echt ein bisschen strange. Weil der immer so weit weg sprintet. Oh, fuck, ich sollte mal ein bisschen Heilung werfen. So. Und dann dreht er sich nicht immer zum richtigen Gegner um. Aber naja, Wayne. Versteh diesen Kerl einer. Ach egal, lass das Hund... Lass das Vieh machen, was es will. Ich gehe erstmal hier hin, weil hier nämlich ein Speicherpunkt irgendwo rumfliegt. Ja, Speicherpunkte fliegen so in der Gegend rum. Und wir haben wieder ein Skelett-Champion auf dem Schirm. Da hinten. So. Nein. Naja, dann mache ich erstmal diese hier. So. Zack, den da noch. Aha, die sind ein bisschen nervig. Und ja, dann macht meine Tussi mal eben den Skelett-Champion alleine. Und zwar, das ist nicht gerade schlecht. Und naja, aber erst wenn ich dabei bin, ne, natürlich. Also das ist da, es ist einfach so. So. Nun geh auf Tür. Ach, wieso geht die Tür denn jetzt nicht auf? Ach Leute, ich hatte jetzt gedacht, ich kann hier gemütlich speichern, aber wieso kann ich die Tür jetzt nicht aufmachen? Aus welchem Grund auch immer. Kann ich die kaputt hauen? Nee. Aber... Nee, doch nicht. Och, schade. Ich dachte, ich kann da jetzt in den Raum rein und speichern. Da gibt es mit Sicherheit auch irgendwie einen Schlüssel für, aber den habe ich bestimmt nicht. Hier ist eine Truhe. Vielleicht ist in dieser Truhe ein Schlüssel. Nee, nur ein billiges Kettenhemd.
Wir haben aber noch mehr Gegner. So. Und so. Zack. Und zack. So, geh kaputt. Na, hör auf. So, zack, das hätten wir auch. Anscheinend müssen wir in diesen Raum. Weil da nämlich auch der... einen Schlüssel. Haha. So. Da ist nämlich auch dieser Questkreis drin. Und den müssen wir bestimmt... da brauchen wir jetzt diesen Schlüssel bestimmt für. Aber wisst ihr, was ich auch sehr gut an Dungeon Siege 3 finde? Es ist so... Also beim ersten beiden Teilen war es immer so, man hatte ein Inventar, ja. Und in diesem Inventar hat man eine bestimmte Anzahl Quadrate frei sozusagen. Und jetzt war es so, dass die einzelnen Gegenstände, je größer der Gegenstand, halt verschiedene Quadrate eingenommen haben. So ein Trank oder sowas, der nun relativ klein ist, hat nur ein Quadrat eingenommen, dafür aber ein Schwert, was nun relativ groß ist, dann dafür drei Quadrate. Und dann musstest du dein Inventar mal so anordnen, dass, dass man diese Quadrate möglichst effizient nutzt. Und das konnte bei... Das konnte oftmals echt nervig sein. Oh, und diese Viecher, die nerven mich. Die nerven mich. Ihr nervt mich. So. Was ist das? Ah ja, toll. Na super, jetzt ist sie... Oh nein, jetzt bin ich... Ich sterbe auch. Ich hätte... Oh, da sind zwei Skelett-Champions, glaube ich, drin gewesen. Deswegen sind wir irgendwie ein bisschen gestorben. Ach, fail. Was? Und wieso wirst du angegriffen? Kollege. Wie diese... Warum respawnen die denn? Seid ihr bescheuert? Die respawnen, wenn man gestorben ist und... Ah, weg hier. Und zwar alle. Hallo. Ja, ganz nett hier. Schön gemacht. Hier, rette mich mal bitte. Über die hat er gerade selber ganz schön zu kämpfen. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Dass alle respawnen? Das kann's doch nicht sein. Also, Leute. Bei aller Liebe, also... So. Warte mal hier im Raum, Tussi. Nein, warte doch mal hier im Raum, Tussi. Lass sie doch einfach mal hierher kommen. So, jetzt kommen sie hierher. So, erstmal diese dummen Scheißmagier. Dann schmeiße ich mir auch gleich mal die Heilung an. Und dann die Bogenschützen, die mache ich mal ganz gekonnt platt jetzt hier. Während sie sich um den Champion kümmert und während ich ein Level up bin. Nett, dankeschön. Und der Skelett-Heini ist auch tot.
So, jetzt müssen wir kurz warten, bis wir... ja, genau. Das Klingentanz. Jetzt kann ich praktisch nur noch auf Klingentanz skillen. Das ist aber zweihändig, also von daher kann mir das erstmal gekonnt am Arsch vorbeigehen. So. Aber das hier nicht. Nehmen wir einfach mal. So, zack. Bei ihr haben wir dasselbe Spielchen, Drehtritt, obwohl den setzt sie ziemlich oft ein, habe ich das Gefühl. Deswegen nehmen wir das. Und dann diesen Phönix nochmal. Ja, okay. Und jetzt nochmal speichern. Und dann gucken wir mal, was wir bis jetzt Schönes bekommen haben. Ach nein, nicht Fertigkeiten. Ausrüstung. Was haben wir hier denn Neues? Ist das besser? Das ist besser. So, was haben wir hier denn Neues? Das ist schlechter. Was haben wir bei ihr denn Neues? Das ist, besser. Was haben wir hier Neues? Das ist, ja, ich würde sagen, das ist besser. Okay. So. Okay, weiter geht's. Dann wollen wir mal gucken, dass wir...